Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen. Wir sind jetzt im imperialen Lager und müssen die Quest die Energiequelle machen, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, wir haben das letzte Mal Vyrax gemacht und ich glaube, das war optional. Wir haben jetzt auch eine Weile nicht mehr gespielt, deswegen bin ich ein bisschen ratlos. Ich bin selber auch absolut ratlos, also ja, müssen wir ein bisschen raten und gucken, ob wir das letzte Mal... Am besten einfach dem Stern folgen. Ja, das auch. Und ob wir denn ich glaube, die Gebiete haben wir ziemlich durch. Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das letzte Gebiet noch zu Ende erforscht hatten. Wir waren in einem Netherreich-Portal. Wir waren eigentlich in allen Dungeons, die wir gesehen haben. Ja, gut, dann... Wir dürften eigentlich alles durchgehabt haben. Da bin ich mir doch relativ sicher. Das Blut habe ich hier natürlich noch liegen lassen. So, ich muss aufpassen, dass ich hier mich nicht verrenne. Passiert mir ja so leicht. Das wäre mir aber gerade auch passiert. So. Das wäre toll, wenn die Route von dem Partner angezeigt werden würde, wo der langgelaufen ist. Jetzt aber leider nicht. Ah ja, zu den verwüsteten Schlachtfeldern, genau. Oh, wenn ich auf das Mausrad klicke, kriege ich die Ansicht wieder so, wie sie war. Das hätte ich mal vorher nutzen können. Ja, sieht so, ziemlich so aus, als hätten wir das verwüstete Schlachtfeld komplett erforscht. Es war ein ziemlich großes Gebiet. Hier hatten wir doch die Sache mit den Kristallen, die furchtbaren Lags, wenn du dich erinnerst. Ja, genau. Heute scheint es keine Lags zu geben. Das Internet ist erstaunlich schnell. Und das, obwohl wir Sonntagmittag haben. Joa. Naja, bei mir ist ihr Windlauster sowieso tote Hose. Ist während der Vorlesungszeit nichts wirklich los. Vorlesungszeit am Sonntag? Ach, nicht während der Nicht-Vorlesungszeit, also während Klausurzeit. So, da ist die ganze Stadt immer so ziemlich tot. Okay, weil die alle lernen müssen oder was? Nee, weil die alle zu Hause sind. Also nicht alle haben ja immer dann Klausuren, wenn ich Klausuren habe zum Beispiel. Dann ist eure Stadt aber wohl eine, die aus Studenten besteht. Da müssen wir nicht rein, da waren wir bereits drin, oder? Ja, aber dort zeigt das Sternchen hin. Oh, tatsächlich. Hoppla. Da müssen wir wohl da rein. Ach, da wollten wir rein, aber wir sind dann woanders hingegangen. Ja, genau. So, ja. Ist anscheinend tatsächlich alles neu hier. Ja, den hatten wir noch nicht, Mann. Der ist super dunkel hier. Hoffentlich kann ich das Spiel noch spielen. Oha, oha. Oh, schon die ersten. Hey, das sind doch die Viecher, die wir immer sehen. Wo bin ich denn? Wenn wir den Ladebildschirm kriegen. Ja, mitunter. Die haben mich aber kalt erwischt. Verrosteter Mechanoid. Irgendwas ist, denen ist doch explodiert, oder? Ja, also die explodieren nehmen die ganze Zeit hier. Kosten. Ja, mit den habe ich auch getan. Oh. Feuerbomben. Und noch mehr. Verrotteter Zwergenschildträger. Ich habe das Gefühl, ich mache kein bisschen Schaden. Jetzt kriege ich mal wieder was hin. Ja, die sind alle jetzt nicht gepanzert, merkt man. Ja, aber wenn man sie dann mal trifft, dann sind sie gleich erledigt. Ja. Ah, mein Mana ist leer. Ein paar normale Angriffe, bis ich wieder Mana habe. Was die alles blocken. Ja, jetzt kriege ich ja nicht mal ein bisschen Schaden hin. Wir müssen erstmal wieder uns gewöhnen, wie man dieses Spiel spielt. Ach, mir gibt's Fallen, oder? Ja. Wieder einer dieser Metroids. Aber vor allem diese, ja, die Kampftürme explodieren schon nach kurzer Zeit, wenn ich sie mit Feuer beschieße. Vielleicht solltest du sie dann lieber nicht mit Feuer beschießen. Ja gut, oder wir beschießen sie mit Feuer und halten einen Abstand, damit sie dann explodieren, wenn es sicher ist. Oder so. Mensch, ich hab doch Hilfe. Wo sind meine Skelette? Kein Mana. Den wollte ich nicht rufen. Die wollte ich rufen. So, alles gut. Ich kann natürlich auch mal wieder mein. Ja, Güte, ich tu doch die ganze Zeit im Fokus gehen. Wieso habe ich denn nur so wenig Mana? Ja, gut, wenn man bedenkt, wie viel Fokus ich gebraucht habe, damit ich jetzt. Endlos Mana fort. Wie viel hast du denn jetzt? Ich vergleiche mal mit meinem. Wie viel habe ich? Moment. 275. Okay, ich habe 119. Wird oben beschießt uns noch was? Den Hardmode könnte man mit diesem geskillten Charakter wahrscheinlich vergessen. Muss wahrscheinlich von Anfang an richtig in den Skill-Tree gehen. Ja. Und noch sehr viele andere Sachen, auf die man höllisch aufpassen muss, wie zum Beispiel sein Leben schon. Ja.
Vor allem gibt es in solchen Spielen ja auch immer einen Hard-Modus, wo dein Charakter, wenn er einmal stirbt, für immer weg ist. Darauf wollte ich hinaus. Das ist wirklich was für die absoluten Profis. Wir sind hier ja schon so oft gestorben. Du bist ja aufgestanden. Naja, weil wir den Hebel aktiviert haben. Ich habe keinen Hebel gedrückt. Drück mich einfach auf irgendwelche Hebel, um es mir zu sagen. Hier vorne waren. Nee, hier vorne waren Hebel. Ich habe den nicht angeklickt gehabt. Ich aber auch nicht. Hä? Wieso ist der Hebel gedrückt worden? Ich weiß nicht. Achtung, da ist wieder so ein Kampfturm. Turm weg. Nö, da ist er. Hä, wieso hat der sich jetzt gebeamt? Da ist ein Kran. Hat der was damit zu tun gehabt? Das war eine Zwergenkampfbombe. Das hat wohl weh getan. Ja. Da liegt noch Gold. Da ist wieder ein Kampfturm. Ich versuche ihn mal zu erledigen. Oh, verdammt. Ich habe nicht auf die anderen Gegner geachtet. Bist du jetzt tot oder was? Ja, ich lasse mich hier gleich wieder beleben. Oh. Das ging aber ganz schön fix mit dem Tod bei dir. Ja, irgendwie war ich plötzlich einfach weg. Ich habe nicht mal gesehen, dass es einen Angriff gab auf mich. Wahrscheinlich bin ich in die Explosion von irgendwas geraten. Da ist man ja immer gleich hinüber. Ja, zumindest ziemlich schnell, wenn man nicht aufpasst. Ja. So. Hier läuft ein Klon nach. Ach ja, die Fähigkeit hast du ja schon eine Weile. Ich rufe auch mal wieder meinen Schattenbestie. Ja, toll, hier sind alle Gegner weg. Ah, da ist noch einer. Ja, die sind schon die ganze Zeit verrostet. Ich will nicht wissen, wie stark die sind, wenn sie nicht verrostet sind. Kann man da rein? Nö. Hier oben ist wieder ein Hebel, womit man das öffnen kann. Achtung, hier sind wieder solche Mechanoiden. Die werden dann bestimmt gleich aufwachen. Ja, wahrscheinlich erst, wenn wir den Hebel gedrückt haben. Was ist hier hinten noch? Oh, hier sind wir hier noch. Hey, packt sich, dass ich auf Steam spiele. Wie? Warte, was mit Steam? Ventile, Valve. Ach so. Jawohl. Badumtsch. Ja, ich weiß, es war ein sehr flacher Witz. So, jetzt sollte dort oben das Portal verschwinden wieder. Ja, genau. Wie beim letzten Mal. So ist da Gold, das ich nicht aufnehmen kann. So, jetzt rufe ich aber meinen. Verdammt, der hat noch Abklingzeit. Dann rufe ich halt die Kleinen. Ich hab gesagt, ich will die Kleinen rufen. Die haben auch Abklingzeit. Hä? Hey, Moment, wie sind sie jetzt plötzlich da? Bei mir hast du sie ganz normal gerufen gehabt. Ich wurde eben, war ich zu ungeduldig. Sind hier die blöden Türme, ich gehe lieber weiter weg. Zwergenschildträger, ihr seid echt hässliche Zwergen. Hey, wenn ich sie von hinten angreife, dann haben wir doch bestimmt mehr Schaden, oder? Da haben sie ja kein Schild. Ah, ja. Allgemein, man glaube ich, wenn man von der Flanke angreift, ein bisschen mehr Schaden oder so. Das haben sie irgendwie eingebaut. Ja, riesig ist das hier alles in Echtzeit, nicht in Rundenstrategie. Achtung, Schleime. Ja. Egal. Vor allem, dass die ganzen Schleime immer irgendwas schleudern müssen, das stimmt. Ja. Also fast alle Gegner, die hier sind, schleudern immer irgendwas. Oder schießen. Ja, schleudern, schießen, haben alle auf jeden Fall Fernkampffähigkeiten. Wir doch auch, wir sind doch auch Fernkämpfer. Boah. Das macht das für uns vielleicht ein bisschen entspannter, aber wenn man das Spiel mit Nahkämpfen zum Beispiel spielt, dann ist es wahrscheinlich mega ätzend. Kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ja aber nicht so viele Klassen hier, dafür kann man die Klassen halt alle in drei verschiedene Sachen entwickeln. Das finde ich dann wieder nett gemacht. Noch mehr. Ah, ich wurde angegriffen. Naja, kein Wunder. Schlackenmagier. Also hier nennt mich jetzt irgendwie gerade ein World of Warcraft. Da gab es nämlich auch mal eine Instanz mit solchen Magiern und das hat auch unglaublich weh getan, wenn die angegriffen haben. Da waren es aber, glaube ich, Schlackenelementare gewesen, keine Magier. Ich muss mal ganz kurz meinen Trankvorrat nachgucken und gucken. Ich schaue auch mal, wie viele ich habe. Wo war das nicht bei Charakter, bei Inventar? Kann ich, glaube ich, nochmal welche kurz nachkaufen. Ich habe noch 78 Stück. Sogar noch mehr. 85. Ja, ich werde mein Pet mal verwandeln. Prismarine. Oh, es verwandelt nicht. Was hat denn das jetzt gemacht? Ah, hat's verstärkt. So, lass mein Pet mal nochmal 23 Tränke kaufen. Sicher, bevor ich hinterher mal wieder irgendwann ohne Tränke dastehe. Schon ein paar Mal ja passiert ist. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ah, hier unten. Ah, okay, da kommen wir zum Endboss. Dann okay. Erstmal noch erforschen. Sie sind natürlich wieder ganz genau sofort auch an die Binnen in die richtige Richtung gelaufen. Ja. Wie immer. Das 50-50-Problem des Menschen.
Wenn immer eine 50-50 Chance ist, trifft er zu 70% das Falsche. Das klingt jetzt irgendwie merkwürdig. Ja, ist aber irgendwie so, weil man immer irgendwie seinen eigenen Kopf mit einsetzt und durch den Kopf wird das dann so ganz komisch verzerrt alles, weil man denkt, ja gut, auch wenn ich jetzt hier raten würde, dann ist das wahrscheinlich doch nicht richtig, dann ist dann vielleicht das richtig und dann das vielleicht ein bisschen richtiger und dann, ja. Am Ende landet man dann dabei, dass man häufiger 50-50 Chance vergeigt. Als wenn man okay. das mit reinem Zufall machen würde. Ich meine, das, oder liegt noch ein bisschen Gold rum, Moment. Ich meine, das ist irgendetwas, was ich mal irgendwann in einem Meme oder so gelesen habe. Das kann natürlich auch falsch sein, aber... Das kann natürlich sein. Ist eine interessante Theorie. Entschuldige bitte, aber ich muss dich bitten, dass wir den Part hier mal unterbrechen. Jo. Also unterbrechen wir mal kurz. Okay. Ja, da sind wir wieder zurück nach einer ganz kurzen Pause. Entschuldige die Unterbrechung, aber ich habe mir ja irgendwie den Magen ein bisschen verdorben, glaube ich. Ja, passiert halt. Dafür kann man ja Videos zusammenschneiden, wunderbar. Ja. So, der Kriegstitan, Stufe 45. Werden wir ihn packen? Das werden wir mal sehen. Was haben wir für eine Stufe? Wir sind sehr stark. Ja, ein bisschen. Moment, jetzt gucke ich ganz kurz, wie stur ich bin. Ich mache Stufe 50, mein Gott. Entschuldigung, Mikrofone sind dich versehentlich berührt. Hört man bei mir zumindest nicht so laut. Der Kriegstitan, da ist er. Ja, Stufe 45er Gegner mit Stufe 50 besiegen, das ist ja... Naja, wir haben halt ein bisschen zu fleißig trainiert. Die Gegner haben uns auch schon öfters mal ein problembereite Kuh, jetzt ist er aber hochgestürmt. Boah, lass mich in Ruhe. Tja, ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um mein Immunsystem besser zu machen. Ich kriege nämlich ständig das Problem mit Magenverstimmungen und Co. Aber nichts funktioniert. Hoppla. So, komm, meine Zombie-Armee, hilf mir. Ach, da hätte er Hilfe gerufen. Das hat eben so Schaden gemacht. Ey, wieso machen meine Zombies nix? Jetzt sind sie alle betäubt. Ich glaube, er ist tot, oder? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Mana. Mana-Trank, bitte. Da ist oh, er tot. Ich habe einen Killbot-Killed-Erfolg bekommen. Okay. Wie viel habe ich eigentlich im Inventar? Oh, ich muss jetzt mein Pet losschicken. Vollstab, Mann, ein voller Stab. Aufladungsrate um 30% erhöht. Das ist natürlich unglaublich nett. Nice. Das bleibt mal hier. Das sollte ich nicht brauchen. Kommt weg. Mein Vollstab. Alles, was ich noch anlegen könnte, behalte ich mal. Das habe ich wohl abgelegt. Ach, Würex Herzfeuer, den habe ich ja noch. Vor der Stufe 53. Hier muss ja wahrscheinlich auch irgendwo noch mal eine Boss-Truhe wieder sein. Wahrscheinlich. Ich muss halt gerade das Zeug wegverkaufen, das ich gerade nicht brauche. Ja, ich hab gerade hier ein bisschen mich umfixt. Ach, die brutal hässlichen Stiefel habe ich hier noch dabei. Aber die kann ich nicht benutzen. Die sind für den Berserker. Die Amtsmarke. Das kommt weg. Bleibt. Das kommt weg. Das ist ja ein bisschen besser. So. Und diese Kette. Nee. So. Und hier sind auch neue Stiefel. Hey, das ist nett. Aber ich glaube, ich level jetzt auf der 28 Bonus auf Fokus. So. Gleich dahin in die Stadt. Okay. So, jetzt suchen wir mal die Boss-Truhe, würde ich sagen. Jo, die ist einfach hier hinten. Durch. Fühlt sich auch mal schützen. Jawohl, da muss dann ja auch unser Quest-Teil irgendwo sein. Ah, da hinten liegt's. Faltenhose, toll. Energiequelle. Quest abgeschossen. Gut, dann geht's in die Stadt. Ja.
Ihr Begleiter trifft euch in der Stadt. Was? Nein, ich will nicht, dass hier die Fischerei ist. Was habe ich hier angestellt? Hier hinten können wir dann die Quest abgeben. Ich bin ja mal gespannt, ob wir dann tatsächlich mit dem Bereich hier, dem ganzen Waldbereich hier fertig sind oder ob danach noch was kommt. Okay, wählen wir ihn an. Ich habe ihn schon angesprochen, Sorry. Ich hab's. So wird es gehen. Ich installiere das rasch. Hoffen wir, dass es klappt. Gut. Hast du deine Belohnung gewählt? Ich bin gerade dabei, Moment. Okay, ja. Gut, dann jetzt das nächste. Wir haben es fast geschafft. Trete zurück, während ich den Automaten aktiviere. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Der Alchemist nahm diesen Weg und er hat gewiss dafür gesorgt, dass ihm schwer zu folgen ist. Mhm. Fertig. Der wird jetzt wohl die Tür aufmachen. Das glaube ich auch. Ich werde mir den neuen Helm nehmen. In die Bruchmine begeben. Was habe ich denn jetzt für einen blöden Helm auf? Ja, dann ab in die Bruchmine. Da bin ich so ein besonderes übrig. Zack. Ui. Das ist eine neue Stadt oder sowas hier. Oh, hoffentlich gibt es irgendwo eine Truhe. Ich könnte nämlich eigentlich mal ein paar Sachen weglegen. Ja, Wächterin ist Manas. Ah, eine neue Wächterin. Mein Gott, hat die Riesenwöpse. Ah, hier, Lager. So. Da wollte ich die total hässlichen Stiefel reintun. Warte mal, da brauche ich meinem Tierfix was. So. Das bleibt. So, ein bisschen was da. Kann man den nicht irgendwie... Also kann man Sachen ins Lager tun. Schneller. Weil ich habe jetzt so viele Steine hier. Okay. Geheimnis von der Faustbüchse. Habe ich nicht Identifizierungsrollen? Identifizieren wir das ganze Zeug mal. Ach, der Lebensender. Der goldene Schuss. Dort hinten war ein Wegpunktportal. Oder ist ein Wegpunktportal? Okay. So, was haben wir denn? Ich will auch verkaufen. Da, hier kann ich Sachen verkaufen. So. Alle Gegenstände verkaufen, klar. Ich gehe nicht einfach hinter zurückkaufen. So, Sachen verkaufen. Das wollte ich erstmal behalten. Hallo. Die kann weg. Die Axt auch. Genau wie das. Okay. Gut. Jo. Viel gibt's nicht zu sehen, außer im Wegpunktportal noch. Ich würde sagen, den rechten reden wir noch mit der Wächterin des Mana. Okay. Da steht da ein Eisglutstein. Hast du den? Achso, den habe ich versehentlich dahin gelegt, glaube ich. 3, 2, 1. Die Barriere zwischen unserer Welt und der Welt der Netherrim ist beim Urbergkern am Schwächsten. Sie brechen jetzt schon in Scharen und wenn der Alchemist den Kern zerstört, sind die Netherrim gar nicht mehr aufzuhalten. Okay. Wir müssen den Alchemisten einholen, bevor er den Urbergkern erreicht. Mit Ordrucks Herz könnte er die Barriere zwischen den Welten zerstören. Und das wäre das Ende. Wir müssen den Alchemisten besiegen und ihm Ordrucks Herz abnehmen. Er will damit nur Zerstörung anrichten. Aber dank der Energie der Wächter hat das Herz jetzt die Kraft, den Herrn wiederherzustellen. Und den Schaden an der Barriere zu beheben. Gut. Ich würde sagen, der Part ist damit vorbei. So, dann wissen wir jetzt, was wir als nächstes machen müssen. Jawohl.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.